Hallo, ich begrüße dich zur heutigen Kurzentspannung, die du wieder ganz entspannt im Sitzen machen kannst. Dich bequem anlehnen, die Augen schließen, den Atem wahrnehmen. Hello, welcome to the daily short relaxation. You can remain sitting, leaning back, closing your eyes and concentrating on your breathing. Die heutige Technik ist eine Variante aus dem autogenen Training, aus einer eigenen Suggestion, einem eigenen inneren Satz, der vielleicht für dich nützlich sein kann, wenn du das Gefühl hast, oh, mir fällt nichts mehr ein oder ich bin so unkreativ und irgendwie so blockiert im Kopf. Dann kannst du ganz entspannt sitzen, atmen und einen inneren Satz sprechen, der vielleicht so lautet wie mein Satz. Gib dir den als Beispiel. Du darfst den gerne verändern. Mein Satz lautet: Ich bleibe voller Zuversicht und Vertrauen auf meine kreativen Fähigkeiten. Ich bleibe voller Zuversicht und Vertrauen auf meine kreativen Fähigkeiten. Auch diesen Satz wiederholt man immer wieder, damit man ihn dann unter Stress, wenn man das Gefühl hat, man hat eine Gedankenblockade, nutzen kann. So, the sentence that we use today is quite helpful when you have the feeling that you cannot think, you cannot concentrate, or you are not creative. And then you can use the following suggestion if you like to. You can also change it in your own suggestion. That's no problem. It has to be good for you. And my sentence is, I remain full of confidence and trust in my creative abilities. I remain full of confidence and trust in my creative abilities. Bei dieser Technik geht es darum, negative, noch mehr blockierende Sätze, die man meistens hat, wenn man irgendwie das Gefühl hat, oh, ich kann mich gar nicht konzentrieren, zu wandeln in etwas, was auch da ist, also den Fokus auf die Zuversicht und wieder die Fähigkeiten zu richten. This sentence is quite helpful when you have negative inner thoughts and you can change them into a thought full of confidence and trust, which is more helpful than the negative sentence. Dabei wünsche ich dir wieder viel, viel Freude und vielleicht hast du ja schon deine eigenen Sätze kreiert. I hope you enjoy the sentence and maybe you are creative with your own sentences. Bye bye, have a beautiful day. Tschüss, macht's gut, habt einen wunderschönen Tag.